der Fahrer zu vermitteln. Doch jetzt Start, und vom Start weg setzte sich Clark mit den nach ihm trainingsschnellsten, seinem Landsmann Atwood, auf Lola an die Spitze der 15 Wagen, von denen schon in der ersten der insgesamt 15 Runden zwei an die Boxen mussten. Sie werden jetzt immer wieder eine Spitzengruppe von drei Fahrzeugen erleben: Clark, Atwood und Spence. Der dritte im Lotus-Bunde, Proctor, kam nicht ans gewünschte Ziel. In der fünften Runde hatte Clark gegen Atwood, der ihm immer auf den Fersen blieb, einen Vorsprung von 11 Sekunden herausgefahren. In der sechsten Runde stellt er mit 149 Stundenkilometern einen neuen Rundenrekord auf, der weit über dem Rekord der Formel Junior Rennwagen mit 141,8 Kilometern lag. An dieser Stelle sei erwähnt, dass der gesamte Renntag vom Rennleiter des ADACs Nordrhein, Jupp Müller, der übrigens morgen 65 Jahre alt wird, hervorragend organisiert war und völlig planmäßig ablaufen konnte. In der 10. Runde waren von 15 Fahrern noch 9 auf der Bahn. Eine gute Rolle spielte unter ihnen Jochen Rindt, der einzige österreichische Fahrer auf Brabham. Er wurde im Gesamtergebnis Vierter. Bester Deutscher war Ahrens aus Braunschweig auf Cooper, der Fünfter wurde.